In der letzten Partie des großen Move 36 FIFA WM Orakels kämpften Christoph Sternstein für Belgien und Fabian Fay für Argentinien um den Einzug ins Halbfinale. Ja, Junge! Innerhalb der ersten 45 Minuten konnte Christoph Sternstein seine Führung auf ein 3:0 ausbauen. De Bruyne. Ball erobert auf der Außenbahn. Bentegge. Und der ist drin. Während der Halbzeit wurden nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf dem Sofa die Seiten getauscht. Ein grober Torwartfehler führte zum 4:0. Auch nach der Halbzeit gab es für Fabian Fay und Argentinien keine Aussicht auf einen Sieg. Die beiden trennten sich innerhalb der regulären Spielzeit von 90 Minuten mit einem 4:0. Eine ganz klare Angelegenheit heute. 4:0, das Endergebnis. Das Spiel Argentinien gegen Belgien in voller Länge findet ihr auf youtube.com/gamemove36.